Als ich 1997 in dieses Projekt kam, war das gerade so eine Phase, als eine Studie veröffentlicht worden ist, die für relativ viel Aufsehen gesorgt hat, weil sie dokumentiert hat, wie groß die Naturentfremdung bei Kindern mittlerweile eigentlich geraten ist. Da ging es darum, dass Kinder gefragt wurden und häufig die Antwort gaben, Enten wären gelb gefärbt und Kühe wären lila. Und das hat damals auch das Thema Umweltbildung, auch Umweltbildung im Wald, durchaus mit Auftrieb versorgt. Heutzutage haben die Kinder die Kinderzimmer voll mit Spielzeug, aber die Möglichkeit, in die Natur zu gehen, die wird immer geringer. Wir haben eine Öffnungszeit von 7 bis 17 Uhr und die Eltern haben durch ihre begrenzten Zeiträume, die sie haben, gar nicht die Möglichkeiten, den Industriewald oder überhaupt den Wald so zu erspüren. Ich selbst bin im ländlichen Raum aufgewachsen. Werden eigene Grundstücke, Obst geerntet, gepflanzt etc. etc. Das bekommt ein Stadtkind sowieso nicht mit, auch zu jener Zeit schon nicht. Und Kinder, die in eher ärmeren Verhältnissen aufwachsen, haben viel weniger Chancen, so etwas zu verstehen und zu begreifen. Ein auch sehr wichtiger Aspekt ist der, dass die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen seit Jahren verstärkt über Medien, also über das Fernsehen, über Videospiele oder über die sozialen Medien erfolgen und dass man gar nicht mehr dieses Empfinden hat, dass es Natur gibt. Das ist ja gar nicht so einfach, auch etwas körperlich anstrengende Arbeit über einen etwas längeren Zeitraum als 10 oder 15 Minuten für Kinder spannend interessant zu halten. Da kam mir die Idee, aufgrund unserer Erfahrungen, dass einfach Kleingewässer hier ein bisschen Mangelware sind in der Umgebung, einen neuen Tümpel zumindest anzufangen zu bauen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine ganz alltägliche Sache, die hier läuft. Wir haben ja übers Jahr sehr häufig Kindergruppen unterschiedlichen Alters zu Besuch, aber die lassen wir dann eigentlich auch nicht mit der Hacke und der Schippe schwere Arbeiten hier verrichten. Mit denen gehen wir dann einfach erstmal die Wildnis erkunden und sich anders körperlich ausleben. Das geht dann eher in Richtung Klettern und Rutschen und aber auch einsauen. Das ist hier ganz bewusst Programm bei der Sache. Das Entscheidende letztlich ist nicht nur der Effekt für den Naturschutz, sondern es ist mindestens genauso wichtig, wenn noch ein bisschen wichtiger ist eigentlich, dass die Kinder ein Erlebnis haben und etwas mitnehmen, was auch ein bisschen fortwirkt. Und das Werkeln in der Natur, dieses auch sich körperlich selber mal erleben und mit Dingen in Berührung kommen, die heute gerade im Ballungsraum bei Großstadtkindern gar nicht mehr so möglich sind, das steht da ganz deutlich im Vordergrund. Darf ich dich denn mal fragen, wie du es findest? Ja? Cool. Erzähl mal. Also ich finde es schon, es ist zwar anstrengend, aber es ist natürlich schön zu wissen, was man macht, dass man etwas macht für Tiere, die dann ihre Eier ablegen können und halt das dann schlüpfen kann. Das ist schon cool. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, ich hätte es noch nicht gemacht und deswegen ist das ja noch spannender. Ich glaube, dass ein Raum, egal wie gut er vielleicht auch ausstaffiert ist, immer eine relativ unveränderliche, reizarme Umgebung darstellt und mit vielen Regeln, mit vielen festgelegten Abläufen verbunden ist. Der Wald ist ein Entdeckungsraum. Man muss sich nur vorstellen, vor 300 Jahren gab es keine Schule für den Großteil der Bevölkerung. Sie lernten auf dem Bauernhof als Jugendliche und konnten dort alles lernen, was sie in ihren Lebensbezügen brauchten. Durch die Industrialisierung wurde das sehr stark formalisiert. Es wurden Schulen errichtet, Lehrpläne errichtet, wie heute auch. Es gibt Lehrpläne, da muss der Lehrer sich nachrichten, der Schüler auch. Es gibt eine Zeitstruktur.
von 45 oder 60 Minuten. Alles ist geregelt und strukturiert. Und informelles Lernen ist sozusagen das Gegenteil davon. Heute ist man eigentlich in der modernen Pädagogik, geht man davon aus, dass diese außerschulischen Lernorte ungeheuer wichtig sind, weil dort Erfahrungen gemacht werden können, die man im Klassenraum nicht vermitteln kann. Das sind alles Bereiche aus der Lebenswelt. Und wenn ich in meiner Lebenswelt arbeite und dort mich engagiere, lerne ich automatisch. Mein Gehirn ist so konstruiert, dass es immer lernt. Auch wenn ich denke, ich lerne nicht. Also bin ich an den Orten, wo ich neue Erfahrungen mache, immer darauf hingerichtet, dass ich etwas lerne. Das ist das Wichtige. Also nicht nur rein kognitiv Inhalte vermittelt zu bekommen, sondern wirklich unmittelbare Erfahrungen zu machen. Dies hat insbesondere an der Stelle Bedeutung, wo es darum geht, Menschen aus sozial schwierigen Verhältnissen dieselben Chancen zu eröffnen, wie Kinder, die eben mehr an Unterstützung, an häuslicher Unterstützung erfahren, mehr an Stimulation durch Urlaube, durch Zoobesuche etc. etc. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass in Mathematik trigonometrische Funktionen anhand von Baumhöhen, Entfernungen angewendet werden. Das kann im Bereich von Kunst geschehen, dass dort künstlerische Aktivitäten verstärkt werden. Im Sportbereich könnten Sportparcours aufgebaut werden. Biologie ist sowieso gefragt. Die Natur bietet da viel mehr als im Kindergarten, als auf einem Blatt oder auf einem Arbeitsblatt. Weil man sagt ja auch, die Kinder begreifen den Wald, und begreifen hat ja auch was mit Greifen zu tun. Sie können es anfassen, sie erleben das Wasser, sie erleben die Jahreszeiten, die man in einer Kita den Kindern nur an Bilderbüchern darbringen kann. Aber das Erleben von Kälte und Wärme ist im Wald einfach unersetzbar. Also der waldpädagogische Ansatz als erstes ist für uns, dass die Kinder mit Spaß und Freude nach draußen gehen, dass sie den Wald erleben, dass sie neugierig sind und dass das soziale Miteinander zustande kommt. Es gibt eine Studie, die uns gezeigt hat, dass unsere Kinder in vielen Dingen weiter sind als Kinder, die nicht in den Wald gehen. Von der Selbstständigkeit her, bei einer Aufgabenstellung, von der Konzentration. Sie sind neugierig auf das Lernen, weil eben dieser Wissensdurst das Forschen dort einen großen Teil in Anspruch nimmt, auch in der Schule. Das ist wirklich gut, ne? Guck mal, was da los ist. Die müssen auch richtig lernen. Oh, da sind die aber alle, aber ne? Mensch! Ja! Vor 4 Jahren begannen wir mit unserem Projekt Waldklasse, Waldpädagogik, und sind mittlerweile so weit, dass wir im 8. Schuljahr angelangt sind. Das heißt, wir haben im 5., 6., 7. und 8. Schuljahr Klassen, die teilweise ihren Unterricht in unserem Wald machen. Im 5. und 6. Schuljahr gehen die Klassen vornehmlich in den Wald hinein, um dort Erlebnispädagogik zu betreiben. Im 7. und 8. Schuljahr werden wir dann im Wald die Tätigkeiten unterrichtlich verstärkt anbinden. Wir haben auch festgestellt im Laufe der Jahre, dass die Schüler, die die Waldklasse besuchen, sich sehr stark mit der Schule identifizieren. Das kam ganz deutlich hervor, als wir vor kurzem eine Auszeichnung bekommen haben als Schule der Zukunft. Da haben sich Schüler sehr stark engagiert und wollten auch unbedingt unsere Schule ganz gut darstellen. Ich muss ja auch aufstehen. Mach reingekackt, das war Scheiße! Leute!
Mir bedeutet der Wald schon viel, gerade jetzt hier so in Gelsenkirchen ist das natürlich eine riesige Grünfläche, die total wichtig ist für die Luft. Und ohne Wälder könnten wir gar nicht leben. Der Wald, der filtert die Luft. Die Wälder sind die grüne Lunge der Erde quasi. Gerade natürlich die Urwälder am Amazonas, aber selbst auch hier so kleine sind für die einzelnen Städte furchtbar wichtig. Als ich vor 18 Jahren hier angefangen habe, hat man immer wieder noch den Eindruck gehabt, dass die Menschen hier in dieser Region, man könnte fast sagen, ein kleines Problem mit dem Selbstwertgefühl haben, weil es ist eine Region im Niedergang auf eine gewisse Art auch gewesen durch den Strukturwandel. Arbeitsplätze sind weggefallen, aber eben auch die positiven Seite, die Umwelt hat sich sehr stark erholt. Es gibt keinen Grauschleier mehr in der Luft und es ist sehr viel an Wald entstanden. Man merkt mittlerweile, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Die Leute besinnen sich auch auf ihre eigene Geschichte, oder wenn man so will, entdecken die eigene Identität wieder, sind stolz auf ihre alten Zechen, auf ihre alten Anlagen und haben auch eine Wertschätzung für Industriebrachen entwickelt. Wenn man das Gelände Rhein-Elbe nimmt und an einem schönen Tag wie heute, wenn es ein Wochenendtag wäre, in dieses Gelände geht, sieht man, wie die Menschen dies annehmen, wie wichtig es den Menschen ist, dieses Naturerlebnis zu haben. Es ist ihr Freiraum, es ist die Erweiterung ihres Gartens. Ich sage das jetzt mal im besten Sinne.